ignoriert, wie ich gerade aussehe. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich habe vor 2 Tagen dieses Video hochgeladen. Ganz muss ich ja echt sagen, ich fühle mich gerade so richtig verarscht von Microsoft. Vielleicht weiterhelfen, die. Mein PC ist verwendet. Was mache ich da einmal erklären? Auf jeden Fall, ich habe dann dieses Video hochgeladen und habe mich darüber aufgeregt. Ich habe ganze Zeit diese scheiß Fenster gekriegt, dass von diesem Setup auf Windows 11, lädt Windows 11 runter, etc., ja. Und dann überprüft er meine Hardware, nachdem er Windows 11 runtergeladen hat und alles, ne? Aber ich muss sagen, ich liebe Windows 11. Ich habe das jetzt 48 Stunden, also 2 Tage um. Ja, gleich sind 2 Tage rum in 2 Stunden. Nutze ich das jetzt schon 48 Stunden durchgehend im sonst was. Ich habe alle Funktionen ausprobiert und alles. Ich muss sagen, erstens, diese neue Oberfläche, sie gefällt mir. Zweitens, es sieht so schlank aus. Obwohl ist noch in der Entwicklungsphase weiterhin ist, also so ein paar Anpassungen noch gibt und die richtigen Anpassungen, das richtig offizielle, dass alles funktioniert, wie es funktionieren soll, wie Microsoft sich das gedacht hat, wie viele Nutzer sich das gewünscht haben von den Windows Insidern, die das Windows Feedback Sachen geschnutzt haben, etc. Dass diese Sachen sind ja mit reingeflossen. In den ganzen Windows 10 Updates. Auch in dem Windows 11 Update. Ich habe das ja selber mitverfolgt und alles. Auf jeden Fall, es ist geil, Windows 11. Ich werde, egal was jetzt passiert, nicht mehr auf Windows 10 zurückkehren. Ich werde jetzt nur noch weiterhin die Beta-Versionen im Dev-Channel, im Developer-Channel installieren, bis die offizielle Version von Windows 11 ist. Dann werde ich mal gucken, wie das weitergeht mit diesen Windows Insider-Sachen. Dann werde ich mir das nochmal angucken, weil wer weiß, vielleicht gibt es in 2 Jahren, in 5 Jahren wieder plötzlich Windows 12. Wer weiß, es ist ein neuer Chef, Microsoft etc. Es hat sich alles geändert. Windows 10 hieß auch, war das letzte Betriebssystem. Wer weiß. Auf jeden Fall, ich kann Windows 11 schon empfehlen, aber wartet auf jeden Fall, bis es die offizielle Version, ich denke mal im September wird die rauskommen, draußen ist. Warum mache ich dieses Video? Ganz einfach, ich wurde jetzt von mehreren auf Instagram und Co. gefragt und hier habt ihr meine kurzen Review dazu.